Inga Preuser hatte sich gemeldet. Also zum einen wollte ich ganz kurz sagen, du hast gesagt, wir greifen uns das Thema Klima heraus. Das klingt für mich wie so, das ist eines unter ganz vielen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die uns nochmal ganz wichtig ist. Das ist nicht irgendein beliebiges Thema unter vielen, sondern das ist für die Generation, die jetzt in die Schule geht, das lebensbestimmende Thema. Und das ist, das erkennen wir jetzt vielleicht nicht in dem Maße, aber das ist bestimmender als eine Digitalisierung und als vieles, vieles andere. Ja, also ich denke, wenn wir darüber, und ich denke auch, das sollten wir ernsthaft darüber sprechen, Strukturen zu verändern, Schule grundlegend zu verändern. So eine Bildungskommission würde ja vielleicht darauf hinauslaufen, das ist vielleicht der Gedanke, den der Jochen Ott hatte, eine neue Bildungsreform durchzuführen, so wie wir sie vor einigen Jahrzehnten hatten. Und einen Geist der Veränderung sozusagen, dann müssen wir auch über andere Dinge sprechen. Warum läuft die Schule denn so in diesem Rahmen, wie sie läuft? Warum fühlen sich Lehrer ausgebrannt? Und warum sind Schüler auch sozusagen im Hamsterrad der Noten, der Abschlüsse, der Zeugnisse und so weiter? Ich denke, wir müssen da auch über Geld sprechen, einfach, dass wir als Gesellschaft in das Bildungswesen investieren wollen. Wir haben das bei Corona gemerkt. Corona, die erste Phase 2020, war für mich eine Niederlage des Schulsystems sozusagen, dass wir nämlich die Schule schließen müssten. Am schlimmsten hat das gerade die Kinder aus den ärmeren Familien getroffen, die in engen Wohnungen wohnen, wo die Eltern nicht helfen konnten beim Lernen, aber es hat alle getroffen. Und ich denke, es zeigt, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen besser räumlich strukturierte Schulen, wir brauchen kleinere Klassen. Natürlich brauchen wir auch digitale Geräte, das muss ich sagen, aber man muss natürlich ein genaues pädagogisches Konzept haben. Wir sollten erstmal diese alte Frage, an denen sich auch schon Generationen von Menschen in den Schulen kaputt gearbeitet haben, die Klassen sind zu groß, die Schulgebäude sind zu eng. Und das ist es. Da sollten wir Freiräume schaffen für Veränderungen. Nicht nur Freiräume, wir sollten vielleicht, oder Sie sollten vielleicht versuchen, Antworten zu finden. Ja, also auf jeden Fall kann ich Ihnen da nur zustimmen, aber was mir gerade auch nochmal explizit bei Ihrem Statement aufgefallen ist, ich glaube, wir reden viel zu viel darüber, wie müssen wir jetzt vielleicht räumlich verändern, gestalterisch rangehen, aber ich glaube, wir müssen viel intensiver daran gehen, wie können wir die Strukturen aufbrechen, also wie können wir Schulen auch die Handlungsbefugnisse geben, überhaupt ihre Ideen umzusetzen, weil da geht es ja nicht nur um Räume, da geht es ja auch einfach um eine Angst, die viele SchulleiterInnen haben, das stelle ich vor allen Dingen an meiner Schule fest, dass man dann neue Dinge nicht umsetzt, weil man eben die Angst hat, dann, dass man deswegen dann Probleme im Schulministerium bekommt, dass man nicht mit dem Lehrplan durchkommt und all diese Dinge. Also es gibt ganz viel, was wir von heute auf morgen verändern können, wo wir nicht erst 30 Jahre warten müssen, bis der nächste Neubau steht oder bis der Schulhof wieder neu gestaltet ist, sondern was wir von heute auf morgen verändern können. Und genau das ist ja auch jetzt die Aufforderung an Sie. Was wollen Sie denn jetzt ändern? Weil wenn die Wahl jetzt vorbei ist, dann sind Sie in der Position und können zeigen, dass Sie das anpacken wollen. Können Sie ja nicht. Also ich glaube, dass Jochen Ott ja deutlich gemacht hat, dass wir nicht nur in der Klimakrise stecken, sondern auch in einer massiven Bildungskrise und dass wir quasi diese beiden Sachen, die werden elementar miteinander verbunden und immer wieder krass verwogen. Deswegen, und das ist vielleicht ein konkretes Ding, was Schule und was wir als Politik jetzt ad hoc machen müssen, ist den Schulen wieder mehr Vertrauen und Verantwortung reingeben und ein Aussprechen quasi von ihr dürft. Ihr sollt sogar über die Folgen des Klimawandels, die Frage war ja eigentlich, was wollen Sie machen, damit es besser wird? Ja, die Schulen wieder öffnen, den Schulen wieder mehr Verantwortung, mehr Eigenverantwortung reingeben. Also ich glaube schon, dass das eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass Schulen selber auch Sachen entscheiden können. Das reicht aber nicht aus. Also ich glaube, es sind drei Punkte, die wir brauchen. Das eine ist eine größere Autonomie von Schulen. Das zweite ist tatsächlich auch deutlich mehr Ressourcen. Und das dritte sind auch andere schulrechtliche Rahmenbedingungen. So, wenn wir bei der Autonomie anfangen, also ich
habe jetzt nicht gesehen, dass in den letzten 5 Jahren wir wesentlich selbstständiger geworden sind. Das liegt, glaube ich, jetzt auch nicht an einzelnen Parteien, sondern es liegt auch an einem unglaublich aufgeblähten bildungsbürokratischen Apparat. Das ist fast egal, wer da an der Regierung sitzt. Ich kann nicht entscheiden, wann ich welche Beförderungsstelle bekomme, wann ich welche Stellen in welcher Qualität ausschreiben kann. Ich kann auch nicht entscheiden, als Schulleiter oder als Schulgemeinschaft legen wir Fächer zusammen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben jetzt an der Helios-Schule arbeiten wir in Projekten. Wir haben ein Projektfach gebildet aus mehreren Fächern, die wir zusammengeklustert haben. Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Philosophie. Wir dürfen das aber nicht als Note, als Fach auf dem Zeugnis ausweisen. Das heißt, wir machen zwar Projektfach und da kann man wirklich ganz coole klimabezogene Projekte machen. Dann kommt man auch ins Handeln. Aber was steht nachher auf dem Zeugnis? Gesellschaftslehre, Philosophie und Naturwissenschaften. Da fragen die Kinder, wieso steht denn dieses Fach da drauf? Wir haben doch Projekt gemacht. So, also das so viel zum Thema Autonomie, und dann brauchen wir deutlich mehr Ressourcen. Also wenn wir im Bundestag eine Zeitenwende hinkriegen mit plötzlich 100 Milliarden Euro für Waffen, dann frage ich mich, wann kommt die bildungspolitische Zeitenwende? Denn da kommen wir auch nicht, wir kommen da nicht billiger weg. Ich glaube, wir haben lange, auch in der WLAN-Landesregierung ist den Schulen weiß gemacht worden oder der Gesellschaft, wir kommen mit den Ressourcen aus, wir müssen nur besser werden. Wir müssen irgendwie Qualitätssicherung machen und Schulprogramme schreiben und so weiter. Und haben eine QA eingeführt, das ist ja alles richtig. Wir kommen aber nicht aus, ohne dass wir massiv mehr Ressourcen in die Schule bringen. Es müssen auch nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sein, die finden wir ja nicht. Wir haben, glaube ich, 8000 nicht besetzte LehrerInnenstellen. Mhm. Das Geld fließt aber an den Finanzminister zurück. Das möchte ich in der Schule haben. Dann könnten wir über einen Jugendhilfeträger könnten wir Menschen anderer Professionen einstellen, mit denen wir dann auch klimabezogen auch Projekte machen können. Mhm. Also da haben wir die Verbindung von Autonomie und von Ressourcen. Mhm. Und dann brauchen wir tatsächlich aber auch schulrechtliche Änderungen, sodass sowas wie ein Projektfach nicht nur an manchen sogenannten Leuchtturmschulen gemacht wird, sondern das müssen alle machen. Wir müssen das ja in die Fläche bringen. Ja, genau. Also ich bin Eva-Maria Zimmermann, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Köln. Und erstmal, ich finde es ganz toll, dass es diese Podiumsdiskussion auch gibt, weil das Thema ist unfassbar wichtig. Das finden auch wir und das finden auch unsere Kolleginnen von der GEW. Und mir ist, also das Statement, was der Herr Niesen eben abgegeben hat, ich hätte 100%, ich wäre aufgesprungen und hätte 100 Minuten applaudiert, das war super. Es ist nämlich genau das, was wir tatsächlich auch wahrnehmen, auch in den Kolleginnen und bei den Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel auch das, was diese Freiheit angeht an den Schulen. Wir rufen immer wieder, wenn die Klimastreiks sind, rufen wir immer wieder dazu auf, unsere Kollegen, die sollen doch Unterrichtsgänge machen, die sollen rausgehen mit den Kindern, damit es auch kreative Lösungen gibt, ne? Aber es ist der Druck so groß, die Kinder in der Schule zu halten. Die trauen sich das vielfach nicht. Die sagen, oh Gott, und Dienstaufsicht und so weiter. Ja. Ja, ich kann mal anfangen, weil das ja total richtig ist, was gerade gesagt wurde. Ich habe vielleicht ergänzend, apropos Projekt und Zusammenbündelung, ich habe ästhetische Erziehung hier an der Universität zu Köln studiert. Das ist ein Lernbereich, den es nicht gibt. So, also es wird wieder aufgebröselt in Kunst, Musik und Bewegung quasi, pro forma. Also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden aus einer Praxis heraus, dieses Gefühl von, ich würde gerne mehr machen, aber ich kann nicht. Ich weiß auch, dass heute von Friday, wer da ist, das sind ja so Modelle quasi, wo man eben strukturell in Schulen mehr Freiheiten reinbringt, indem alle Fächer gemeinsam kollegial überlegt wird, wo kann man denn vielleicht eine Stunde mal abzwacken. Und wo kriegt man dann einen Tag hin, der projektorientiertes Lernen, der Projekte möglich macht? Das ist zum Beispiel eine Sache, die eben dann dieses Öffnen, dieses Erlauben und dieses Entzerren auch möglich macht. Mhm. Die Frage nach Lehrkräften und nach, wie kriegen wir denn quasi diese ganze Sache oft in die Breite, da würde ich gerne ganz allgemein auch nochmal über die Lehrerinnenausbildung sprechen. Das muss, glaube ich, generell einmal auf den Kopf gestellt werden. Mein Studium ist noch nicht lange her und Bachelor-Master habe ich jetzt nicht massiv andere Sachen als im Staatsexamen von Kollegen, Kommilitonen, die ich gehört habe, gelernt. Und das ist ja eigentlich eine viel, viel krassere, längere Zeit und eine Zeitspanne, die viel, viel mehr noch möglich machen könnte in Projektarbeit, in Kooperation mit Schulen. Und das ist der letzte Punkt, den ich vielleicht dazu beitragen kann, bevor meine Kolleginnen hier gerne noch dürfen, die Frage nach Öffnung von Schule mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, weil das darf nicht immer nur alles auf Lehrkräften quasi abgewälzt werden. Das ist natürlich auch Aufgabe, sollte sein, sollte werden, aber es kann ja auch durchaus möglich sein, sich Expertinnen und Multiplikatorinnen von außen ranzuholen, um eben so eine Multiprofessionalität auch ranzubringen. Ja,
Ich glaube, dass das, was hier andere auch... Oh, das wird jetzt nichts mit den Grünen, nein. Weil ich sehe, dass hier Kopf geschüttelt wird. Nein, ich habe... Ich glaube, dass Frau Zinger, also andere haben eben gesagt, wir müssen Wissenschaft einbinden. Ja. Ich finde es verheerend, wenn Schul- und Bildungspolitik vollkommen ohne Anbindung an das, was in der Bildungsforschung heute up-to-date ist, stattfindet. Das macht ja schlicht keinen Sinn. Mhm. Also muss man das mit Wissenschaftlern erarbeiten. Man muss sich Best Cases aus anderen Ländern, den skandinavischen Ländern, Kanada angucken und muss dann gucken, welche dieser Maßnahmen oder welche derer Erarbeitungen der vergangenen Jahre nimmt man als Maßstab. Aber Frau Schulte, wir reden nicht über was Leichtes, was ganz mal eben funktioniert. Das ist mir vollkommen klar. So, es gibt sofort Sturmproteste in der Öffentlichkeit. Ich habe mehrfach im Schulausschuss gehört, das ist ja eine Villa Kunterbund-Schule. Da kommt ja gar nichts bei raus, die Kinder lernen ja nichts, da wird die Qualität weggenommen und so weiter. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir eine andere Schule wollen, müssen wir dafür kämpfen. Und man wird sich natürlich auch mit sehr vielen Menschen auseinandersetzen müssen. Genau. So was nennen wir Diskurs, der geführt werden muss. Ob das mit Eltern ist, ob das mit Lehrern ist, ob das mit Schülern ist. Und Sie sind in der sind dann als politisch Verantwortliche in der Position, Sachen auf den Weg zu bringen, in Absprache mit allen anderen. Ich habe die Kollegin von der GEW, die hat mich nochmal nachdenklich gemacht mit dem Mut. Also ich glaube nicht, dass Schulen so zu 100% wirklich Mutorganisationen sind. Dafür sind wir viel zu beamtenrechtlich verregelt. Und vielleicht müsste man mal den Slogan erfinden, mutig sein muss sich wieder lohnen, und ich glaube, man muss auch Anreize schaffen. Also Schulen, die sich auf den Weg machen, die Veränderungen ausprobieren, wie zum Beispiel so eine Projektzeit, wie ich das gerade gesagt habe, die müssen dafür auch irgendwie einen Anreiz bekommen, die müssen Ressourcen bekommen, damit sie sowas entwickeln können und damit wir das dann nachher auch in die Breite transferieren können. Und das mit der Bildungskommission, Herr Ott, müssen wir gucken, ob das nicht doch zu lange dauert, aber es gibt ja auch diskursivere und vielleicht demokratischere Formen, und wenn wir über Fridays for Future oder Teachers for Future reden, dann haben wir doch gesehen und wir waren begeistert, wie so bottom-up plötzlich die Menschen auf die Straße gehen, junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen auch die Dinge in die Hand nehmen, und es gibt von der Denkwerkstatt der Montagsstiftung, vielleicht kennt das der ein oder andere, einen Bürgerrat Bildung und Lernen, wo wirklich dann Bürgerinnen und Bürger begleitet von Experten über die Bildung der Zukunft sprechen. Das, glaube ich, würde ich gerne den zukünftigen Verantwortlichen in Düsseldorf mitgeben, solche Prozesse aufzusetzen. Und dann seid ihr dabei und könnt euch dann partizipativ da einbringen. Und ich glaube, aus der Helios-Schule werden ganz viele direkt mutig und sein und Lust haben, an sowas mitzuarbeiten. Deshalb haben wir den Bürger. Also wenn Sie mir versprechen, dass die Bildungsexplosion wirklich eine Explosion ist und dementsprechend schnell geht, dann finde ich, ist das wirklich super. Aber der Punkt ist, wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit, nochmal 10 Jahre über Strukturveränderungen zu reden, um dann Klima zu machen. Also eigentlich sind wir jetzt schon zu spät, wenn wir junge Menschen befähigen wollen, die Klimakrise zu lösen, was ja auch einigermaßen anmaßend ist. Aber also es muss eigentlich morgen damit losgehen, dass wir diese Veränderungen haben. Deswegen finde ich all das, was gesagt wurde, offensichtlich besteht ja auch große Einigkeit hier, dass die Strukturen sich ändern müssen, alles super, mehr Ressourcen, auch alles super. Mhm. Aber jetzt wüsste ich tatsächlich dann doch gerne nochmal, wie das denn dann inhaltlich auch aussehen soll. Also wie wollen Sie zum Beispiel, was muss passieren, damit LehrerInnen und SchülerInnen ermächtigt werden, empowered ist das schöne englische Wort, um wirklich Veränderungen herbeizuführen? Also wir haben jetzt gehört, okay, wir wollen eine Kommission, aber was sind denn dann die Veränderungen, was sind denn dann die Hebel auch? Freiheit heißt ja noch nicht, dass jede Schule auch Klimabildung macht und Nachhaltigkeitsbildung. Und das heißt auch noch lange nicht, dass jede Schule die Schüler wirklich empowered und krisenresilient macht. Und wie kriegen wir das hin, dass das dann auch sichergestellt ist? Das neue Programm hat als allererste Zielgruppe von BNE Entscheidungsträgerinnen. Deswegen sitzen Sie hier auch nicht als Lehrerinnen, sondern Sie sitzen hier als Menschen, die sich für die Landespolitik engagieren. Und wenn eben der Eindruck des Lehrerbashings aufkam, das war absolut nicht unsere Absicht, sondern wir sprechen Sie als Entscheidungsträger in SPE an. Dann die zweite Zielgruppe, Leiterinnen von Organisationen und so weiter. Unten kommen dann Jugendliche. Das heißt, BNE heißt Jugendliche befähigen, mit Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen, um ihre Anliegen wirksam vorbringen zu können, weil wir können nicht warten, bis die Fünftklässler in Entscheidungsposition sind, sondern der Takt muss höher. Mein Lieblingszitat, BNE in Aktion ist grundsätzlich Bürgersein in Aktion, der Mensch in allen seinen Rollen.
Zweitens, wir müssen auf die nicht nachhaltigen strukturellen Ursachen schauen. Und das gilt auch für die Lehrpläne. Wir müssen ausmisten, was da immer noch an Wirtschaftswunderland-Zeiten durchgeschleppt wird. Das Auto fährt von A nach B und so weiter. Viele nicht nachhaltige Bilder werden da kommuniziert. Das dritte ist Wirtschaftswachstum in den Blick nehmen. Dann Alternative zur Konsumgesellschaft. Aber unten 4.10, viel spannender das Zitat. Es gilt, Menschen dazu zu ermächtigen, sich unmittelbar an politischen Prozessen und Entscheidungen zu beteiligen. Ich kann allen, die in der Bildungsarbeit aktiv sind, nur einen Blick in dieses UNESCO-Programm empfehlen, weil hier sind ein paar Gedanken drin, die uns auch heute Abend nochmal weiterbringen. Wie kriege ich BNE in den Strukturen verankert? Wie kriege ich BNE in der Lehrerausbildung? Erste Phase, zweite Phase, deutlich sichtbarer verankert. Und dann bedanke ich mich für den Kurzinput. Habe aber noch zwei Gedanken aus der Umweltpsychologie, die uns ja auch helfen, Nachhaltigkeit viel stärker mit reinzubringen. Ich will nur den letzten Gedanken, Epistemic Fit. Wir müssen mit Schülern ja Handlungsoptionen entwickeln, die auch der Größe der Herausforderung angemessen sind. Und ganz oft haben wir Aktionstage oder Handlungsoptionen, die a, die Dinge danach genauso sind wie davor und b, deren Handlungsoption in keinem Verhältnis steht zur Größe der Herausforderung der Klimakrise. Also wie schaffe ich Handlungsoptionen, die wirklich Strukturen bleibend verändern? Michael Schopen, ich bin stellvertretender Schulleiter an einem Berufskolleg in Köln. Ehrlich gesagt, mir ist das ein bisschen zu viel Systemdebatte und zu wenig konkret. Also wir haben ja eben schon gehört, wir haben kein Erkenntnisproblem, das wissen wir alles. Wir haben, und das ist das Positive in der Corona-Krise gewesen, wir haben gesehen, dass wir innerhalb kürzester Zeit, wenn wir nur wollen, als Gesellschaft und als Staat alles Mögliche wuppen können. Und das ist eine positive Erkenntnis. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Politik auch in dem Klimabereich einfach mal ein kleines Stück beiseite treten würde und die Experten für Klimafragen ranlassen würde, so wie wir die Virologen auch rangelassen haben. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, weil ich glaube, die wissen, was zu tun ist, was wir machen müssen. Ja. So, und aber was wir in der Schule doch brauchen, ist, wenn wir hier noch nicht mal irgendwie in der Lage sind zu wissen, wer ist denn, wer hat jetzt, oder wir wissen es ja, aber es ist unglaublich schwierig zu verstehen, wer hat denn jetzt die Kompetenz, die Solaranlage aufs Dach zu setzen, dann muss doch die allererste Aufgabe von Schule sein, SchülerInnen beizubringen, wie sie in dieser Welt Dinge verändern können. Und da würde ich gerne wieder drauf zurück, weg von Gebäuden und Verwaltungsstrukturen hin zur Befähigung von SchülerInnen. Und da kann man Schüler natürlich auch dran beteiligen. Ja, genau. Ich würde weitergehend auch noch darauf beziehen, dass wir von oben auch, wir müssen dieses Empowering auch schaffen, indem wir den SchülerInnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Wir müssen einerseits den LehrerInnen die Möglichkeit geben, freier vom Curriculum, freier vom Lehrplan zu arbeiten. Aber andererseits müssen wir auch sowas wie SV überarbeiten. Also beispielsweise... Ich merke, ich treffe einen Die Schülervertretung Punkt. Ist da. Genau, eine Schülervertretung. Beispielsweise ist Schülervertretung unglaublich undemokratisch. Einfach nur aus dem Grund, weil jede Klasse muss zwei KlassensprecherInnen wählen und die gehen dann in irgendeine Versammlung. Und es geht weniger darum, was sind die engagierten SchülerInnen, wer ist engagiert, wer möchte arbeiten, sondern mehr, wer ist beliebt. Und lauter solche Dinge, wo wir auch vielleicht ein schulinternes Konzept schaffen müssen, was Demokratie lehrt, was Zusammenarbeit lehrt. Und ich meine, wir haben uns ja nicht ohne Grund auch auf einer Bundesebene für ein parlamentarisches System entschieden. Warum können wir nicht auch solche Dinge im Schulkontext ausprobieren? Wieso können wir Demokratie nicht im Schulkontext üben? Und diese Sachen müssen von oben her ermutigt werden und von unten her umgesetzt werden. Und der Wille ist da, das zeigen wir als Fridays for Future, aber das zeigen SchülerInnen auch lange davor mit ganz vielen verschiedenen anderen Bewegungen. Also man kann, glaube ich, schon, wenn man sich ein bisschen dehnt und auf diese Gratwanderung einlässt, dann kann man viel machen, ohne sofort mit einem Bein, das hat man immer so schön, schon im Gefängnis zu stehen. Das kann man. Man kann mutig sein. Viele sind das nicht. Das liegt vielleicht auch an unserem Beamtensystem. Ich glaube nicht, dass wir in den Schulen unbedingt so die Explorer-Typen haben, sondern wir haben die Typen, die eher auf Sicherheit sind. Da hat man einen sicheren Job und man kann Erziehungsurlaub nehmen und so. Das ist ja auch toll, aber wir haben eben nicht so diese Pioniere und Pionierinnen in den Schulen. Ich denke aber, wir müssen uns, glaube ich,
ehrlich machen. Also das, was du gesagt hast, Till, oder was wir auch in dem Film gesehen haben, wenn was anderes dazukommt, dann müssen wir auch klar sagen, was kann wegfallen. Und ich glaube, das ist auch was, was so eure Aufgabe ist in Politik, auch den Schulen zu sagen, das könnt ihr weglassen. Und das, was dann Schülerinnen und Schüler machen, indem sie zum Beispiel eine Schülerfirma gründen oder ein Konzept für Trinkwasserspender an allen Schulen zu machen. Das könnten ja vielleicht auch, könnt ihr auch eine Schülerfirma machen, um den Vorschlag von Michael Schub nochmal aufzugreifen. Dann muss das aber auch bewertungsrelevant sein. Dann muss ich da was anderes für weglassen können. Dann gehe ich eben nicht in den Erdkundeunterricht, sondern dann ist das dieses Konzept, was, worüber ich nachher vielleicht meine mündliche Abiturprüfung mache. Ich glaube, so müssen wir denken. Wir müssen die Dinge substituieren und wir können das nicht alles obendrauf packen. Wir können nicht bei derselben Schule bleiben und dann gleichzeitig auch noch die Welt retten wollen. Das wird nicht gehen, damit überfordern wir uns. Mhm. Ich würde gerne noch ganz kurz ergänzen, BNE kommt ja, also erstmal glaube ich, dass tatsächlich nicht alle KollegInnen wirklich diese Abkürzung zum Beispiel auflösen könnten. Was heißt denn BNE? Und ich finde das in keinem oder nur in sehr wenigen, zum Beispiel Schulentwicklungsprogrammen oder Schulkonzepten der einzelnen Schulen, kommt das nicht sehr oft vor. Das ist das eine. Und das andere ist aber, wenn es vorkommt und prüfungsrelevant ist, in manchen Fächern ist es das ja auch schon, dann ist es das oft auf der rein kognitiven Ebene und auf der rein individuellen kognitiven Ebene. Also die SchülerInnen können durchaus benennen, woher kommt der Klimawandel, welche Folgen hat der, welche Probleme haben wir, und dann kommt immer schön die individuelle Ebene. Was kann ich tun? Okay, ich kann weniger fliegen, etc. Aber was überhaupt nicht passiert und was eigentlich passieren müsste, ist, wie kommen wir vom Wissen ins Handeln und ins Machen? Und das fehlt komplett und das ist auch nicht prüfungsrelevant. Und das ist halt auch das Problem. Ich mache halt, in Deutsch habe ich jetzt eine Argumentation, habe ich Argumentieren geübt, wichtige Kompetenz für die Demokratie, aber dann argumentieren wir über Nachhaltigkeitsthemen, sollen wir Fast Fashion versus Second Hand, oder dann war die Klassenarbeit heute, war Mehrwegbecher in der Mensa. Und dann bleibt das erstmal in der Theorie. Ich argumentiere, ich schreibe eine Argumentation darüber, aber trotzdem habe ich in der Praxis ja noch die Pappbecher in der Mensa. Und dann muss ich mir jetzt gerade überlegen, als Deutschlehrerin in dieser Klasse, das hat die eine Schülerin schön gesagt, opfere ich jetzt in Anführungsstrichen 4 Doppelstunden oder noch mehr, um wirklich in der Mensa dafür zu sorgen, dass da keine Pappbecher mehr sind. Dann schaffe ich aber nicht mehr den Stoff für die letzte Klassenarbeit in diesem Schuljahr. Das ist mein Problem. Das heißt, ich entscheide mich im Zweifelsfall, weil das die Maßgabe von oben ist, lieber für die dritte Klassenarbeit, neues Thema, als wirklich dafür zu sorgen, dass in unserer Mensa keine Pappbecher mehr da sind. Was würden Sie jetzt brauchen, um das aufzulösen? Naja, ein Teil hat der Andreas ja schon gesagt, wir brauchen weniger, ich brauche eine Klassenarbeit weniger, mindestens, damit ich mehr Zeit für sowas habe. Ich brauche weniger Vorgaben, was ich lernen, was ich inhaltlich machen muss, und brauche mehr Freiräume. Und ich glaube, das finde ich auch noch ganz wichtig, wir haben jetzt ganz oft Empowerment gesprochen, aber wir müssen BNE auch strukturell verankern in der Lernsausbildung, damit die Kolleginnen überhaupt wissen, wie sie BNE machen können. Wie bringe ich Schüler denn ins Handeln? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Friday, einige wissen das ja schon, da kann man Fächer opfern sozusagen, ich bleibe mal in diesem Bild, da geben die Nebenfächer Zeit ab und wir schaffen diesen Freiraum für BNE-Projekte. Oder wir sagen einfach, gut, wenn du einen adäquaten Ersatz hast, wenn du eine Projektarbeit hast, egal in welchem Fach, ob das Deutsch ist, egal wo das ist, dann kannst du das machen und musst nicht jetzt auf Teufel komm raus, jetzt aber lieber noch die Grammatik hier lernen, damit du noch die dritte Klassenarbeit schreibst. Oder du lässt die Noten bis zur 8 ganz weg. Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also wenn man einen Übergang macht, eine grundlegende Reform vorhat, wäre das nicht schlau, 3 Jahre zu warten oder 5 Jahre, eine Kommission tagt und bis dahin passiert nichts. Das ist natürlich klar, es muss sofort Maßnahmen geben, es muss sofort darum gerungen werden, um eine neue Bildungspolitik, auch um einen neuen Geist sozusagen an den Schulen. Und da muss man entsprechende Entscheidungen, kann man da auch recht schnell treffen. Man kann zum Beispiel bei den Lehrplänen möglicherweise auch schon vorläufig Entscheidungen treffen, sodass die nicht so vollgepackt sind. Das ist ja übrigens eine uralte Diskussion, Jahrzehnte alt, die Lehrpläne entschlacken. Das ist so ein komischer Selbstläufer, das hängt auch mit den Universitätswissenschaften als Bezugswissenschaften zu tun, dass die Lehrpläne viel zu viel
allumfassend das abbilden und dann bleibt für vieles nicht Zeit, zum Beispiel gerade für Handlungsorientierung an der Schule, für Projekte, in denen gearbeitet wird. Das Zweite ist, man muss schon die materielle Ausstattung von Schulen verbessern, denn es ist natürlich das Billigste, 30 Kinder und einen Lehrer in einem Raum zu haben und dann mit Papier zu arbeiten. Und sobald man dann anfängt, etwas anspruchsvoller zu arbeiten, dann kommt schon die Frage nach den Materialien, wer die verwaltet, wer die beschafft und so weiter. Das heißt, man muss da den Schulen Möglichkeiten geben, einfach auch materiell. Und das Dritte ist, wir haben aber auch vielfältige Probleme. Die Maria hat es übrigens eben schon angesprochen. Es gibt Schulen, die arbeiten unter viel schwierigeren Bedingungen. Die arbeiten in sozialen Brennpunkten, die arbeiten mit Kindern, die kommen nicht so einfach auf die Idee, ja, ich will jetzt mal was zum Klimawandel machen oder was weiß ich, ein Projekt zum Nutzen des Fahrradverkehrs, des Umbaus des Verkehrssystems. Und diese Schulen, die müssen auch unterstützt werden. Finde ich total wichtig und das klang ja eben auch schon an, dass wir solche Kommissionen jahrelang ja über die Köpfe der Beschäftigten, der Betroffenen hinweg gemacht haben. Und dass zu so einer Kommission ist meinem Bildungsverständnis heraus auch definitiv die Schülerinnenschaft gehört und auch die Eltern und die OGS, wo wir ja einen Rechtsanspruch haben, den wir ja auch irgendwie noch gestalten wollen. Und ich glaube, da anzuknüpfen, also natürlich müssen wir über die Masse der Leistungsüberprüfungen sprechen und da würde ich auch einer Reduzierung zustimmen. Das gilt ja aber genauso für die LehramtsanwärterInnen in Schule im Referendariat. Da ist ja quasi nur gleiche Anzahl von Unterrichtsbesuchen, komprimierte Zeit, krasser Druck. Und da gibt es ja beispielsweise gerade die Maßgabe, dass mindestens ein Unterrichtsbesuch mit digitalen Kompetenzen geknüpft sein muss. Und da könnte es ja zum Beispiel ein kleiner Hebel sein, dass man sagt, einen weiteren Unterrichtsbesuch knüpfe ich an BNE, weil BNE ist ja quasi genau das, was jetzt gerade hier alles so als getrennt voneinander beschrieben wurde, aber es ist ja eine total zusammenhängende Krise, es ist ja eine sozial-ökologische Transformation, die wir irgendwie alle gemeinsam verstärken und gemeinsam bekämpfen müssen. Die Frage nach der individuellen Ebene, also von Teller und Tank quasi, von den Schülerinnen und Schülern, da müssen wir ja hinweg, also das war ja jahrelang die sogenannte Umweltbildung, die in Schulen versucht wurde zu betreiben. Das ist ja so eine 5-vor-12 Pädagogik mehr oder weniger gewesen, eine total wichtige Thematisierung des Ist-Zustands, aber darum wissen wir ja, und das machen wir ja alle mittlerweile in Schule, ja drüber hinweg und darüber hinaus eben denken, was ist denn die emanzipatorische Aspekt eigentlich von Schule und wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler darin ermächtigen? Ja, und dass es auch nicht nur bei dem individuellen Verantwortung stehen bleibt. Also nicht, was macht der Einzelne? Ne? Jetzt ist es irgendwie schlecht mit Energie und so weiter, jetzt müssen wir alle Heizung runterdrehen. Ja, das ist sowieso klug, aber das löst das Problem nicht, sondern es gibt die andere Ebene, die das lösen muss, die politische, die da auch lösen muss und Verantwortung übernehmen muss. Ich hätte noch ein paar Vorschläge für Hebel, um Kollegen und Kolleginnen zu überzeugen oder noch besser zu begeistern und zu empowern. Also ich glaube, die Schulleitungsebene ist eine ganz wichtige. Nicht jeder hat Andreas Niesen als Schulleiter. Das heißt, wir würden uns wünschen als Teachers for Future, dass auch auf Schulleitungsebene dieses Thema BNE viel wichtiger wird. Dann könnte nämlich auch passieren, einige Schulen machen das, aber ganz viele machen das nicht, dass es BNE-Koordinatoren gibt an den Schulen. Dann würde es nämlich auch Stunden dafür geben, dann könnte man da auch mehr Energie reinstecken und würde das nicht on top machen. Also das wäre ein wichtiger Punkt. Dann will ich nochmal auf diesen, also wir haben jetzt viel über, oder nicht viel, aber wir haben hin und wieder über Lehrerausbildung gesprochen, aber die Qualifizierung natürlich. Die Fortbildung wäre eben auch ein wichtiger Punkt. Wir bräuchten eigentlich eine Qualitätsoffensive in der Lehrerinnenfortbildung, das immer wieder, das kommt im Regierungsbezirk Köln zumindest nicht vor. Es gibt die Kompetenzteams, da kann ich 10-mal hoch und runter scrollen, da finde ich keine Fortbildung zur Nachhaltigkeit. Gibt es nicht für mich als Lehrerin. Also das heißt, auf der Fortbildungsebene wäre doch cool, wenn es da was gäbe. Und das Dritte sind dann eben die externen Ressourcen. Ich kann mir einen Stefan Rostock in die Schule holen und dann kann der begeistern. So, aber der kann das ja auch nicht hobbymäßig machen. Ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass wir in den letzten 15 Jahren immer wieder die Regierung gewechselt haben und jeder meinte dann, 5 Jahre könnte das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, in der Schulpolitik müssen wir uns jetzt auf einen Fahrplan verständigen. Für die nächsten 10, 15 Jahre mit konkreten Schritten zur Lehrerausbildung, zur Lehrereinstellung, zur Frage der Bildungsinhalte, zur Frage der Prioritätensetzung. Weil wenn wir das nicht machen
und dann nach 5 Jahren immer wieder die Kuh neu durchs Dorf getrieben wird, dann wird es nicht gelingen. Dann können wir uns immer noch über 20% der Schulpolitik streiten, aber es braucht einen Rahmen. Und der muss mit Hilfe von Wissenschaft erarbeitet werden, sonst kann man das Problem aus meiner Sicht nicht lösen. Ja, also, weil du jetzt gerade meine Partei angesprochen hast, natürlich ist das bei dir nicht anders. Also ich sag mal so, die Problematik besteht ja auch darin, dass wenn man Leute fragt, was ist eigentlich für dich weltbeste Bildung? Man fragt 10 Leute, bekommt 10 unterschiedliche Antworten. Und tatsächlich geht da auch eine Spannbreite durch jede einzelne Partei. Und ja, jetzt haben wir heute Abend hier, was diese Ziele betrifft, einen Konsens gefunden. Und ich glaube auch, beispielsweise Jochen und ich sind da nicht so weit voneinander entfernt. Aber wir dürfen auch die Augen davor nicht verschließen, dass wir in bestimmten Bereichen dieses Landes auch andere Auffassungen haben. Und ich bin auch der Meinung, dass wir auch sehen müssen, dass es neben dieser großen Aufgabe, wie sehen wir eigentlich die Zukunft, wie sollen wir Bildung eigentlich zukünftig gestalten, immer auch die aktuellen Dinge zu bewältigen gibt. Und deshalb bin ich ganz bei diesem Vorschlag, dass wir eben nach der Wahl, und zwar über alle demokratischen Parteien hinweg, versuchen, einen Konsens zu schaffen, ähnlich wie es bei G8, G9 gelaufen ist, dass man irgendwie zusieht, wo wollen wir eigentlich hin und wie können wir das gemeinsam erreichen. Denn es bringt auch nichts, das ist ja gerade schon angeklungen, wenn wir jetzt demnächst wieder in der Opposition sitzen und dann läuft die Oppositionsarbeit, wie sie manchmal nun läuft. Ich würde da gerne den Punkt noch machen, dass ich glaube, wenn wir jetzt über Bildung sprechen, müssen wir über die demokratischen Parteigrenzen hinweg einen Konsens finden und nicht versuchen, dass wir jeder für sich sein eigenes Süppchen kocht, denn dann ist es genauso, wie Jochen das gerade gesagt hat, in 5 Jahren wird dann wieder neu darüber diskutiert. Ja, also wir haben 2017 einen Regierungswechsel gehabt. Der Jochen Ott hat es gerade angesprochen. Und ein wichtiges Feld damals war die Bildungspolitik. Es waren die Probleme bei der Inklusion. Die haben letztlich dazu geführt, dass die Regierung von SPD und Grünen abgelöst wurde. Und wir haben jetzt möglicherweise, vieles weist darauf hin, wieder einen Regierungswechsel. Und deshalb finde ich es an erster Stelle auch ganz dringend nötig. Eine neue Regierung muss jetzt beweisen, dass sie wirklich bei der Bildung etwas anders machen will, dass sie die drängenden Probleme im Bildungswesen an den Schulen angreifen will. Und dazu gehört nochmal, ich habe schon zweimal gesagt, die Schulen brauchen mehr Ressourcen, um ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, und sie brauchen sie, um eben diese Sache Lernen für BME, für Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch zu einem zentralen neuen Punkt der Schulen zu machen. Dafür brauchen sie die auch. Es ist beschrieben worden, wir brauchen an den Schulen Gruppen in den Kollegien, die greifen das ernsthaft auf und die nehmen die Freiräume, das haben wir jetzt eigentlich aber auch alle gesagt, bei den Lehrplänen, bei den Klassenarbeiten und so weiter. Im Absenken der Dominanz des Notendrucks an den Schulen schaffen wir Freiräume, wo diese Gruppen in den Kollegien das aufgreifen können. Und wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich bin überzeugt, Schülerinnen und Schüler, da gibt es ganz viele, die werden das auch begeistert aufgreifen, weil die sich für diese Themen interessieren. Darf ich noch mal eine Frage stellen, die ich dann total gerne beantwortet hätte? Wenn jetzt angenommen, wir hätten keines Hirngespenst, oder angenommen, Ihre Partei wäre mit an der Koalition beteiligt, dann wüsste ich gerne, und Sie hätten was zu sagen im Bildungsministerium, dann wüsste ich gerne, erstens kommt BNE in den Koalitionsvertrag und Klimabildung, und zweitens wüsste ich gerne, wie wird das strukturell verankert, vielleicht als Abschluss. Also was sind vielleicht 2 Maßnahmen, um BNE strukturell zu verankern? Und dann gehen wir sofort los. Mögen Sie anfangen, Frau Westphal. Erstens ja, und zweitens würde ich beginnen beispielsweise bei dem Punkt Lehrerinnen Aus- und Fortbildung. Wir haben ja jetzt einen großen Aufschlag gemacht, dass wir im Ministerium dazu eine Arbeitsgruppe gegründet haben, die sich intensiv damit beschäftigt, wie Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet werden können, ohne dass das quasi on top ist zu dem, was sie eh schon machen. Das heißt,
wie kann man jetzt dazu beitragen, dass Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden in ihrem Job, sodass sie diese Fortbildung gerne machen, und wie kann man die Fortbildung auch qualitativ so hochwertig gestalten, dass Lehrerinnen und Lehrer auch Lust haben, zu diesen Fortbildungen hinzugehen. Denn ich beispielsweise möchte gerne, wenn ich zu einer Fortbildung gehe, auch genau wissen, dass ich in den 8 Stunden wirklich was dazulerne. Und das war leider häufig nicht der Fall. Dann habe ich irgendwie 3 Stunden im Stuhlkreis gesessen und Dinge gelernt, in Anführungszeichen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Wort Fortbildung gerecht worden sind. Deswegen würde ich sagen, das wäre ein relevanter Punkt. Mhm. Zweitens, dass wir das auch in der Ausbildung von Lehrkräften verankern, dass wir eben sagen, okay, wie könnte eigentlich ein Referendariat aussehen, in dem andere Inhalte abgefragt werden als die, die jetzt im Moment verankert sind. Beispielsweise, dass man wegkommt von diesem Hauptfokus auf Unterrichtsbesuchen, dass man dahin geht zu gucken, wie arbeiten Lehrerinnen und Lehrer außerhalb des puren Unterrichtens in der Klasse in 45 Minuten. Das würde ja auch dazu beitragen, dass solche Projekte anders wertgeschätzt werden würden. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen aufzählen, aber vielleicht waren das jetzt erstmal schon mal 2 Punkte. Also das haben wir ja explizit so auch in unserem Wahlprogramm drinstehen, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Leitlinie neben anderen wichtigen Elementen machen wollen. Das heißt, ja, es kommt definitiv mit in den Koalitionsvertrag. LehrerInnenausbildung wurde angesprochen, aber explizit vielleicht auch generell nochmal diese Stärkung, das klang ja eben an, von Koordinierung in Schulen. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt von Entlastung, dann auch Entlastungsstunden. Das nehmen wir mit rein, und dann eben die Jugendpartizipation als elementaren Punkt von Schulstruktur, weil ich glaube, das ist auch zentral, dass da einfach wieder eine viel, viel größere Gewichtung reinkommt. Herr Kokabek, welche 2 Punkte? Also ich würde als Sofortmaßnahme den Schulen das Angebot machen, in den Fächern, in allen Fächern die 3. Klassenarbeit zu streichen, wenn sie dafür eine Projektwoche zu Nachhaltigkeit, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit machen. Das würde ich verbinden damit, dass die Schulen einen Sonderetat für diese Projektwoche erhalten, in denen sie interessante und spannende Materialien dafür besorgen können. Herr Ott. Im Einsetzungsbeschluss für die Bildungskommission wird unter anderem BNE stehen, als Aufgabe und Vorgabe für die Arbeitsgruppe Wissenschaft, Lehrer, Eltern und so weiter. Zweitens, wir werden im Zusammenhang mit der Implementation von gesundem Essen an den Bildungseinrichtungen über die Frage reden, wie wir Schulgärten wiederbeleben und auch den nötigen gärtnerischen Sachverstand zur Unterstützung in die Schulen bringen. Und wir werden drittens im Zusammenhang mit den außerschulischen Lernpartnern darauf bestehen, dass insbesondere die BNE-zertifizierten Einrichtungen, ich bin Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wir haben eine Waldschule in Köln, in der 3 Lehrkräfte arbeiten, und es gibt den Köln-Finkensgarten, es gibt die Zooschule, es gibt viele mehr. Wir werden bei den außerschulischen Lernorten neben der Kultur und des Sports und anderer Einrichtungen also insbesondere auch die BNE-zertifizierten Wald- und sonstigen ökologischen Stationen aus meiner Sicht jedenfalls deutlich da mit benennen und auch bevorzugen, damit die außerschulischen Lernpartner dort unterstützen können. Insofern taucht das Thema aus meiner Sicht an verschiedenen Stellen auf. Das ist die Grundlage, mit der man dann erst einmal hinterher den Haken machen kann oder nicht, wenn man sieht, welche Koalitionen im Land nach dieser Wahl tatsächlich nach dem 15. Mai entstehen.